Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Dielicia, ich grüße dich. Du lebst in einer Partnerschaft. Die Frage ist, ist er der Richtige oder kommt etwas Neues auf dich zu? Und bei diesem Legung vergleichen wir das. Dein Partner und eventuell zukünftige Partner, deine Chancen, jemand, wo du noch gar nicht kennst. Dein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Du lebst in einer Partnerschaft. Aber diese Kette, was euch verbindet, kann auch eine gewisse Zwang sein. Oder noch so viel Schattenseite ist in diesem Bild zum Erkennen. Diese Waage und dieser Venus-Symbol spricht zwar für diese Beziehung, aber hier Skorpion und Pluto und auch diese graue Farbe im Hintergrund, die Schattenseite, und das ist die Angst. Kann auch bedeuten, dass etwas in sexuellen Ebenen nicht ganz stimmig ist zwischen euch beide. Also wirklich glücklich erscheinst du hier im Bild nicht. Was schwächt dich? Das zeigt hier dieses Bild. Wenn jemand dir diesen Weg zeigt und sagt, du musst da hin und du willst aber nicht, das ist auch eine gewisse Zwang. Und du, wenn du versuchst, aber jeder recht zu machen, dann erlebst diese Schwäche. Genau das, was dich schwächt. Und was stärkt dich? Das zeigt hier dieses Bild. Dieser Feuer bedeutet etwas verbrennen. Jetzt nicht wortwörtlich meine ich das, sondern alles hinter dir lassen, was dich belastet. Das wäre für dich wie ein Neugeburt, was hier im Bild symbolisch auch erscheint. Und das bedeutet ein Neuanfang. Und genau in diesem Wandlung, in diesem Erneuerungsprozess befindest du dich gerade. Das zeigt hier die Skorpion-Energie. Und kommt etwas Neues? Hier wird etwas Neues geboren, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Und das symbolisiert Krebs und hier die Mondkraft. Dein Partner im Gegenwart zeigt dieses Bild. Er vertraut auf diese Partnerschaft und er ist glücklich mit dir. Du bist seine große Liebe. Was ist der Nachteil bei dieser Beziehung, dass er so große Sprüche macht oder will so große Sprung machen auf das Ungewissen? Man kann nicht hier erkennen, erreicht er seine Ziele oder fällt nach unten? Er ist sehr wagemütig. Was unterstützt dich? Was ist dein Vorteil bei dieser Beziehung? Das zeigt hier dieses Bild. Er ist risikofreudig. Das hier ist auch sichtbar. Manchmal verbrennt seine Hand oder sein Fuß. Aber er wagt immer wieder mal was Neues und er möchte seine Ideen in Tat umsetzen und da ist es sehr mutig. Und es kann auch ein Vorteil sein, natürlich. Wohin führt das, wenn du bei ihm bleibst? Wie geht es weiter dann zwischen euch beide? Das zeigt hier dieses Bild. Das hat einen Vorteil. Und das macht dich glücklich, er liebt dich, er steht hinter dir,
und du kannst mit ihm eine feste Beziehung eingehen. Er hat tolle Ideen, er wagt immer wieder mal etwas Neues. Es ist nicht immer sein Vorteil, aber immerhin zeigt dieser Mut, das wäre diese helle Seite des Bildes, aber etwas macht dich hier traurig. Und das ist diese Schattenseite der Beziehung, was du im Gegenwart aber auch spürst. Vielleicht die Ängste oder etwas fesselt dich an ihm, du bist aber nicht unbedingt glücklich dabei. Jetzt schauen wir an diesen zweiten Mann und er ist noch unbekannt. Hast du überhaupt Chance, jemanden kennenzulernen? Hier erscheint auch die Waage und Venus-Symbol und das bedeutet Verliebtheit. Ja, du hast diese Chance. Ganz ungewöhnliche Art und Weise begegnest du ihm und er schenkt dir diese Leichtigkeit. Welche Nachteile hast du? Er ist noch gebunden oder er lebt in Scheidung, weil Jupiter symbolisiert auch eine rechtliche Lage. Das kann man nicht klar und deutlich erkennen, aber möglich ist es auch. Und welche Vorteile hast du? Er spiegelt dir etwas. Du erlebst bei ihm diese jugendliche Frische. Aber erlebst du auch die Reinheit, auch das Erotische und auch das Mütterliche. Er holt von dir was raus, alle Facetten, die Weiblichkeit und du entdeckst dich selbst. Wohin führt es? Wie erlebst du diese Partnerschaft? Das zeigt hier dieser Hofclown und er ist witzig. Macht verrückte Dinge im Leben und es ist auch diese lebendige Frische. Das zeigt die Leichtigkeit und Humor. Manchmal vielleicht Leichtsinnigkeit, das kann passieren. Aber er hat tolle Ideen und er ist sehr außergewöhnlich. Das zeigt hier Wassermann und Uranus, so wie hier auch. Er ist kein Durchschnittmensch. Und deine Zukunft liegt hier und es bedeutet, achte auf deinen eigenen Gefühlen. Bleib im Vertrauen, du empfängst die große Liebe und hier wird etwas Neues geboren. Mein Gefühl sagt, du wirst von dieser Beziehung dich lösen und du wirst auf einen neuen Mann dich einlassen und du kennenlernst in ungewöhnlicher Art und Weise. Und hier kommt etwas Neues auf dich zu und es kann später auch noch eine Schwangerschaft bedeuten. Ich befrage jetzt mein Pendel. Wirst du glücklich sein? Ich will nicht diese Entscheidung befragen, weil das sollst du tun nach deinem Gefühl. Dein Herz wird dir das flüstern. Liebe Dialicia, so könnte ich deine Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.